Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, zu einer weiteren Sprint to Glory, heute mit Juventus Turin, Leute, auch schon oftmals in den Kommentaren gelesen, Leute, ihr habt Bock, am Sonntag kommt eine weitere SCG mit Dynamo Dresden, also aus Liga 2 in die Champions League, in die Königsklasse, habe ich auch schon mega Bock drauf, die werde ich jetzt direkt nach der Aufnahme aufnehmen. Und ansonsten, Leute, will ich das Intro nicht unnötig lang strecken. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne eine Bewertung da. Schreibt einen Kommentar mit weiteren Teamvorschlägen, die dann in Zukunft irgendwann auch mal in der Spin to Glory, Throwback to Glory oder sonst was rankommen sollen. Gerne auch weitere Videoideen unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier auch schon mal von der Facecam. Wir sehen uns spätestens beim Champions League Finale. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Let's go. In Saison Nummer 1 angekommen, das Vorbereitungsturnier, Leute. Die Gegner Seattle Sounders, Whitecaps FC und Atletico Madrid. Unser Team zum aktuellen Zeitpunkt hier. Es ist natürlich stark, Leute. Ihr wisst bestimmt auch. Aber es ist bei Juventus ja nun auch mal so, dass ein Higuain, ein Matuidi, ein Chiellini, Benatia und Buffon zusammen mit Lichtensteiner sogar hier schon ziemlich alt sind. Und dann gibt es auch noch die linke und rechte Mittelfeldposition, die beide nicht unbedingt so gut bestückt sind. Wir haben für Transfers knapp 73 Millionen. Warum so eine komische Zahl? Liegt einfach daran, ich habe schon bisher alle Verträge verlängert, die ausgelaufen sind. Beobachte auch aktuell schon mal ein paar Spieler. Und ja, Leute, jetzt werde ich das ganze Ding einfach mal testen und schauen, wie es dann so läuft. Ihr werdet über alle wichtigen Dinge informiert und wir starten direkt mal rein. Das erste Spiel endet erwartungsgemäß 4:0 gegen Vancouver. Hier kommen Angebote für Alexandro. Ehrlich gesagt, Leute, bin ich da echt am Überlegen, weil wir dann eventuell auf eine Dreier-Innenverteidigerkette umstellen können. Aber da die Leute auch dazu fehlen. Also ich bin echt noch ein bisschen am Abwarten, sage ich einfach mal. Ich habe jetzt unabhängig vom Transfer Alexandros trotzdem mal umgestellt auf die Dreierkette. Chiellini werden wir davon auf jeden Fall behalten. Basali vielleicht die eine Saison auch noch zusammen mit Benatia. Ich bin mir da echt noch nicht sicher. Hier im Mittelfeld werden wir vielleicht auch nicht so viel tun. Alexandro jetzt halt dann hier im linken Mittelfeld. Kann er auch spielen. Richtig starker Spieler zudem. Und hier rechts vielleicht irgendwann mal noch einen neuen Spieler. Dann müssen wir einfach mal abwarten jetzt. Wer dann natürlich auch auf dem Transfermarkt ist und wen wir uns leisten können. Letztes Spiel in der Gruppenphase. Die neue Formation hat sich im vorherigen Spiel ausgezahlt, Leute. Wir haben Atletico mit 2:0 geschlagen und jetzt auch Seattle. Haben also die maximale Punkteausbeute in der Gruppenphase. Jetzt geht's ins Halbfinale und dort treffen wir auf den FC Chelsea. Atletico und jetzt Chelsea. Teams, die wir natürlich sonst nur aus der Champions League kennen, Leute. Wir skippen das Ding. Es wird ebenfalls ein 2:0. Und trotz Dreierkette und der Formation Umstellung haben wir in den letzten drei Spielen, wo wir mit der neuen Formation spielen, noch kein einziges Gegentor kassiert. Das könnte sich jetzt vielleicht im Finale des Vorbereitungscups gegen PSG ändern. Und das ändert sich auch. Wir treffen gar nicht. Neymar einmal für Paris, also der neue Superstar jetzt ja in Frankreich, entscheidet das Finale für die Pariser. Ist aber weniger schlimm, Leute. Wir waren im Finale und es macht auf jeden Fall Laune auf mehr, Leute. Zudem gibt es hier noch das Supercoppa-Finale jetzt gegen Lazio Rom und wir haben jetzt mit dem Vorbereitungsturnier Preisgeld 80 Millionen. Das sollte doch normalerweise irgendwie ein neuer Spieler drin sein. Oder auch nicht. Ein bisschen fehlt uns noch, Leute, weil Sanchez, wir hatten noch knapp 10 Millionen an Transferbudget, 100.000 an Gehaltsbudget und es reicht trotzdem nicht, Alexis Sanchez jetzt hier vom Vertrag zu überzeugen. Also Leute, ist ein absoluter Witz. Der erste Abgang ist dann aber zu vermelden, Leute, mit Stefan Lichtsteiner, der für 10 Millionen umgerechnet jetzt in die Premier League zu Manchester United wechselt. Und dann sollte der Vertrag von Alexis Sanchez doch normalerweise in Ordnung gehen. Und deshalb werden wir das jetzt auch annehmen. Heißt, der Chilene ist jetzt bei uns neu im Team. Ist ja ein sehr vielseitiger Offensivspieler, kann linker Flügel, rechtes Mittelfeld wie auch linkes Mittelfeld und Stürmer spielen. Und da wir rechtes Mittelfeld am meisten Bedarf haben, ist er da jetzt aktuell mal drin. Unser Team sieht eigentlich offensiv echt top aus, Leute. Ja, eventuell verkaufen wir Chiellini. Vielleicht auch noch, wenn es gut läuft, Cuadrado, Khedira und Mandzukic, dann könnten wir die komplette Dreier-Innenverteidigerkette richtig heftig upgraden. Natürlich mit wahrscheinlich anfangs vom Gesamtrating her schlechteren Spielern, aber die dann sich im Laufe der Zeit verbessern und somit dann irgendwann besser sind. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, Leute. Es passieren auf jeden Fall noch ein paar Transfers in der Transferphase. Gerade sage ich, jetzt ist er verkauft. Juan Cuadrado wechselt für 37,5 Millionen zum FC Southampton. Nächster Millionenabgang. Mario Mandzukic wechselt in die Premier League. 35,8 Millionen war die Ablöse. 32 Millionen davon kommen auf unser Konto. Und das sind jetzt wieder 75 Millionen. Jetzt gehen wir nochmal kurz hier auf die Mannschaft, Leute. Also im Endeffekt will ich offensiv jetzt erstmal nichts mehr ändern. Ja, die werden sich auch nicht mehr zu krass downgraden. Also Marquisio und Matuidi werden, denke ich mal, maximal 1 bis 2 Ratingpunkte runtergehen. Die können wir dann in der nächsten Saison upgraden. Ich denke, gleichzeitig werde ich jetzt einfach mal schauen, Leute, dass wir einen neuen Innenverteidiger bekommen. Entweder anstelle von Benatia oder Basali, weil das ist, denke ich, jetzt die wichtigste Position hinten drin. Bevor es jetzt aber zu weiteren Neuzugängen in unseren Reihen kommen wird, Leute, spielen wir jetzt erst das Supercoppa-Finale aus dem italienischen Cup, was besteht aus Ligameister und Pokalsieger. Marquisio eröffnet für uns, der Gegner Lazio Rom. Ich denke, es sind auch viele bekannte Namen, wie auch zum Beispiel Ibrahima Traoré, der von Gladbach dahin gewechselt ist.
ist, also gerade hier in dem FIFA-Teil, kennen wir auf jeden Fall. Genauso auch Parolo, wie auch Immobile, Nani und so weiter und so fort. Immobile hat übrigens auch das 2-1 gemacht, Alexandro jetzt mit dem 3-1, 4-1 noch von Marquisio, der schnürt also den Doppelpack und wir souverän zum ersten Pokalsieg. Und dann haben wir endlich jetzt auch einen weiteren Neuzugang mit Aymeric Laporte, wechselt der französische Innenverteidiger von Athletic Bilbao mit einem 5-Jahres-Vertrag jetzt zu uns, Leute. 65.000 Gehalt, 830 Einstiegsbonus. Also, der Innenverteidiger jetzt aus der spanischen ersten Liga zu uns in die italienische erste Liga. Der ersetzt dann somit auch direkt Basali aus der Startformation, Leute. Und dann ist das hier unser Team, mit dem wir jetzt dann in die Hinrunde gehen. Haben jetzt noch 43 Millionen. Ich gucke, dass ich noch ein paar Spiele dann in der Wintertransferphase verkauft bekomme, dass wir irgendwie nochmal nachlegen können. Und ansonsten, Leute, wird jetzt nicht mehr allzu viel passieren. Keine Verkäufe mehr. Ich denke auch keine Einkäufe mehr. Sollte doch noch was passieren, erfahrt ihr natürlich. Aber ansonsten, Leute, schauen wir uns mal jetzt, das machen wir jetzt unabhängig davon, ob noch was passiert, die Gegner in der Champions League. Das wäre da zum einen mal der FC Barcelona, Olympiakos Piräus aus Griechenland und Sporting Lissabon, also genau die Teams, die in Real Life auch auf Juventus in der Königsklasse treffen. Es ist gleich der Transfer Deadline Day und ich muss doch nochmal zurückrudern, weil es gab einen weiteren Abgang, Leute. Mehdi Benatia wechselt jetzt in die russische Liga zu Zenit St. Petersburg und hinterlässt uns 32 Millionen auf dem Konto. Wenn wir da dann nochmal drauf schauen, sind das glaube ich mittlerweile wieder über 70 und ich denke, wir können dann doch nochmal zuschlagen und müssen das sogar auch tun. Und das machen wir auch, Leute. Weirel, der Innenverteidiger von Tottenham, wechselt jetzt zu uns bei 180.000 Gehalt pro Woche. Und Leute, sage und schreibe knapp 3 Millionen Einstiegsbonus. Es ist sowas von unglaublich. Aber natürlich kommt der Welker hier direkt in die Dreierkette hinten rein, wo es jetzt eigentlich echt mittlerweile schon wieder richtig gut aussieht. Ich hatte da anfangs wirklich ein bisschen Bedenken, dass das alles nicht so läuft, wie ich das geplant hatte. Die Auswechselbank habt ihr hier jetzt auch nochmal kurz gesehen. Und ja, Alderweireld und Laporte neu, natürlich auch noch Alexis Sanchez und ansonsten Leute, vielleicht dann nächstes Jahr anstelle von Matuidi und Marquisio noch Ersatz finden und dann läuft das, denke ich, auf jeden Fall einfach mal. Und mit dem Team gehen wir jetzt wirklich in die Hinrunde, jetzt verspreche ich es euch, es wird nichts mehr passieren. Wir gehen direkt in den Winter, am 1. Januar blicken wir dann natürlich auch auf die ganzen Champions League Spiele, Leute, und ich hoffe, dass wir da gut abgeschnitten haben. Also bis 1. Januar 2018. Im Winter angekommen, Leute, geht's natürlich jetzt an die ganzen Wettbewerbe, wir blicken auf die Ligatabelle. Da sind wir nur auf Platz 2 mit 4 Niederlagen, 3 Punkte hinter Inter Mailand. Ist weniger schlimm, Supercoppa haben wir gewonnen, das wisst ihr. Im Coppa Nazionale stehen wir im Achtelfinale gegen Bologna. Und dann ist natürlich die Champions League hier auch noch wichtig. Da sind wir Zweite geworden, war eigentlich auch zu erwarten gegen Barca. Treffen jetzt auf Manchester City, das ist natürlich kein einfaches Ding. Gehen wir trotzdem natürlich dann live in die Spiele per Simulation rein. Die sind Erste geworden hier gegen Monaco, Moskau und Anderlecht. Da haben die letzten drei alle 7 Punkte. Und nur aufgrund der Tordifferenz ist da Monaco durch. Und jetzt unsere Tabelle nochmal hier ganz kurz, Leute. Wir haben 12 Punkte, auch gleich viel wie Barca. Also da hätte auch ein paar Tore mehr das ganze Ding anders sehen können, Leute. Also 0 Niederlagen ist, denke ich, komplett in Ordnung. Und jetzt gehen wir einfach in die Transferphase. Unser Team übrigens sieht aktuell auch so aus. Chiellini hat sich eins verschlechtert, genauso auch wie Buffon und Higuain, glaube ich. Dafür hat sich Dybala, Alexandro und Laporte verbessert. Also hat sich so ein bisschen ausgeglichen. Natürlich, Leute, war wieder mal gar nichts los auf dem Transfermarkt. Es ist bereits der Transfer-Deadline-Day. Es wird auch hier nichts mehr passieren. Wir haben auch nur noch 1 Million auf dem Konto. Davon können wir uns jetzt auch nichts mehr Großartiges leisten. Ihr seht es hier. Und deshalb, Leute, springen wir jetzt direkt ins Achtelfinalspiel gegen Manchester City. Das Hinspiel, let's go. Hinspiel in Turin gegen Manchester City. Wir in Bestbesetzung, das gegnerische Team natürlich auch. Und ja, über die Qualität von den Engländern müssen wir hier nicht reden. Ja, draußen natürlich auch noch ein Bravo, Gündogan, Jesus, ja, also Sterling, mega krasse Defensive, wie auch Offensive bei Manchester City. Ich denke einfach so rundum ein perfektes Team und da kann man sich definitiv nicht beschweren, Leute. Wir, denke ich, trotz allem von der Qualität her ein bisschen besser und deshalb hoffe ich eigentlich hier auch auf ein 1-0. Es passiert auch noch ein Tor, glaube ich. Ja, normal schon. Nee, okay, die Gelb jetzt nicht mehr. Gut, 0-0. Ist okay, Leute. Es wird schwierig im Rückspiel. Aber trotz allem sind wir irgendwie in der besseren Ausgangsposition, weil wenn wir ein Auswärtstor machen, muss City nachziehen. Und wenn es beim 0-0 bleibt, geht es in die Verlängerung. Aber wirklich auch nur beim 0-0. Und ich kann mir kaum vorstellen, Leute, dass das Rückspiel weiter torlos bleibt. Die erste halbe Stunde ist das aber so. Dann macht Silva das 1-0, Dybala das 1-1. Und Stand jetzt werden wir aufgrund des auswärts geschossenen Tores weiter. Aber wenn City trifft, was jetzt hier passiert ist, der andere Silva, okay, mit dem 2-1 sind wir wieder unter Zugzwang. Und das macht Dybala gut, macht das 2-2 und der 76. Spielminute. Und dabei bleibt's, Leute. Wir gewinnen also auswärts bei Manchester City aufgrund, also was heißt wir gewinnen? Wir kommen weiter und gewinnen insgesamt aufgrund der auswärts geschossenen Tore. Sind somit jetzt im Viertelfinale, wo wir wieder mal auf Paris treffen, Leute. Und das ist, denke ich, kein Selbstläufer, aber auch nicht unmöglich. Und da geht's rein.
wieder das Hinspiel daheim. Wir haben gezeigt, dass wir auswärts auch ein schlechtes Hinspiel wieder gut machen könnten, müssten aber hier dann echt schauen. Paris ist natürlich immer für ein Tor gut, das war auch Manchester City, aber wir haben die Null gehalten, stehen also defensiv, denke ich, ganz gut und das sollte sich auch hier bitte nicht ändern. Dybala macht sogar das 1-0 in der 39. Spielminute. Vielleicht können wir das noch ausbauen mit dem 2-0 und gar keins kassieren, das wäre perfekt fürs Rückspiel. Chiellini, der Innenverteidiger, hier mit dem 2-0 und ich glaube trotzdem, dass noch was passiert, Leute. Ah, wobei, wenn dann nur ein Auswärtstor, ich glaube nicht, dass wir nochmal treffen, aber das 2-0. Wie vorhin kurz mal angesprochen, ist das einfach nur perfekt, Leute. 2-0, kein Gegentor und wir können das ganze Ding hier im Rückspiel definitiv entscheiden. Rückspiel also jetzt im Parc des Princes, zumindest glaube ich das, dass das Stadion von Paris so heißt, Leute. 20 Minuten gespielt, Mbappé 1-0. Paris braucht hier Tore und ja, wir müssen natürlich auch einmal treffen, um Paris das ganze Ding so gut wie unmöglich gestalten zu lassen. Sanchez, wir skippen das Ding, Leute, es wird ein 2-2, Di Maria hat die Führung gemacht, wir aber wieder das 2-2 und erneut ein 2-2 im Rückspiel, auswärts, genauso auch wie gegen Manchester City, Leute, so kann es definitiv weitergehen, wir sind bereits im Halbfinale. Halbfinale, Bayern gegen Juventus, wir sind aktuell richtig gut drauf, haben auswärts in der Königsklasse noch gar nicht verloren, egal ob Gruppenphase oder auch K.O.-Phase, Leute, und Dybala, 1-0. Ein Auswärtstreffer und das ist sowas von wichtig, zu dem wir hier heute leider auf Chiellini verzichten müssen, Leute. Hövedes ist dafür in der Startformation. James Rodriguez trifft zum Ausgleich für die Münchner. Ich hoffe, es bleibt bei dem 1-1. Basali kommt für Hövedes, bitte dreht das Ding nicht mehr. Es passiert aber noch ein Tor. Es passiert zu 100% noch ein Tor. Nee, gelb, okay. Wenn die gelb da ist, dann nicht. Es bleibt beim 1-1, das ist komplett in Ordnung, Leute, und wir bleiben weiter ungeschlagen in der Königsklasse. Rückspiel gegen FC Bayern, Leute. Wir wollen hier natürlich gucken, dass wir mindestens ein Tor machen und dann somit den FC Bayern unter Druck setzen. Wir müssen aber leider auf Matuidi und auf Higuain verzichten. Higuain ist verletzt, Matuidi rot gesperrt, dafür Khedira und Bernardeschi hier in der Startformation. Marquisio macht das 1-0 in der 44. Spielminute. Mit dem Ergebnis geht es dann auch in die Pause. Und die Münchner werden, denke ich, treffen. Genauso ist es. Tolisso macht in der 64. den Ausgleich. Und mit dem Ergebnis wird es in die Verlängerung gehen. Es passiert noch ein Tor. Komm schon. Nein, gelb. Immer die gelben. Leute, das haben die locker gepatcht. Sonst passiert da immer ein Tor. Jetzt halt leider die gelbe Karte. Wir sind in der Verlängerung. Und der, was jetzt hier trifft, der ist, da lege ich mich fest, so gut wie sicher durch. Es geht jetzt auf Wiederschießen. Ja, wir gewinnen. 5-4. Wir schlagen den FC Bayern München im Rückspiel im Elfmeterschießen und stehen somit im großen Champions League Finale. Das direkt in der ersten Saison. Und da kommt die Facecam wieder zurück, Leute, und genau das sehen wir uns jetzt. Wer ist der Gegner? Finalist, der Gegner in der Champions League, Leute. Im alles entscheidenden Finale Manchester United. Wer hätte es anders gedacht? Die sind irgendwie jedes Mal da drin. Und wir hatten ja auch noch ein Pokalfinale gegen Inter Mailand. Das will ich hier aber nicht angucken. Da gehe ich lieber hier auf die Tabellen. Und wir schauen uns von hinten quasi alles an, Leute. Wir haben den Champions League-Titel, den wir uns eventuell holen können. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal sicher. Es ist natürlich auch die FIFA-WM. Und wir haben den Titel in der Calcio A vor Inter Mailand. Heißt, es war ein Pokalfinale, ein Duell auf Augenhöhe. Der erste trifft auf den zweiten und wir haben uns das aufgrund der Rückrunde geholt, Leute. Mit nur 2 Niederlagen in der Rückrunde haben wir dann hier mit 84 Punkten das Ding für uns entschieden. Sieht richtig, richtig gut aus. Supercoppa haben wir gewonnen, also 2 Titel haben wir bereits. Dann geht's hier weiter im Coppa Nazionale, da haben wir direkt den dritten. Leute, wir haben Inter Mailand geschlagen mit 2-1 im Finale. Und jetzt, Leute, wisst ihr ja, geht's ins Champions-League-Finale, wo wir durch das Elfmeterschießen gegen München weitergekommen sind, treffen da jetzt auf Manchester United. Die haben in der K.O.-Phase Hoffenheim, Chelsea und auch Liverpool vor der Brust gehabt. Also es ist ein Duell auf Augenhöhe. Ein sehr hochqualitatives Spiel, wo ich richtig Bock drauf habe. Der einzige Unterschied jetzt bei uns diesmal, Leute, wir müssen auf 3 eigentlich potenzielle Stammspieler verzichten. Das ist zum einen Chiellini, das ist zum anderen Marquisio und das ist Higuain. Also alle 3 nicht fit. Chiellini auf der Bank, Marquisio und Higuain gar nicht dabei. Unser Team steht, mit dem geht's jetzt ins Champions League Finale. Wir blicken dann auch noch auf das Team von Manchester United. Das sehen wir dann hier, ich glaube, ziemlich unverändert. Warum auch, Leute? De Gea hinten drin, Bailly mit Rojo in der Innenverteidigung. Links ist Schmelzer, das ist der einzige Neuzugang in der Startformation. Hinten rechts Valencia, davor Matic und Carrick. Mata rechts, Rashford links, Mkhitaryan auf der 10 und Lukaku im Sturm. Und es fällt natürlich einer auf, Leute, und das ist Pogba. Wo ist er? Ich weiß auch nicht, ob er auf der Bank ist oder nicht. Unser Team nochmal ganz kurz. Ich hatte ganz vergessen zu sagen, wer für die 3 verletzten oder fehlenden Spieler reinkommt. Das ist zum einen hinten Rugani, der ersetzt Chiellini. Sturaro ersetzt Marquisio und Bernardeschi. Der hat schon gezeigt, dass er treffen kann. Ersetzt vorne drin Higuain. Und das ist dann hier unser Team, mit dem es jetzt ins Champions League Finale geht. United natürlich in den traditionellen rot und weißen Trikots gegen uns. Heute in gelb und blau, Leute. Let's go. Bisher passiert einfach noch absolut gar nichts. Jetzt kommen wir mal. Ball für Pjanic. Der probiert's. De Gea ist da. Und dann der Nachschuss. In Form von dem Kopfball.
Alexandro, 15. Spielminute, steht goldrichtig, setzt sich im Kopfballduell, ich glaube, gegen Valencia durch. Und das müsste Valencia gewesen sein. Hier nochmal Bjanic, der zieht direkt ab und dann natürlich mit vollem Schwung aus dem Lauf heraus mit dem Kopf. Keine Chance mehr für De Gea, wir sind mit 1-0 in Führung. Torschütze ist Alexandro, der Linksverteidiger, der natürlich bei uns in der Formation im linken Mittelfeld spielt. Wichtig also hier für uns, in Führung gegangen zu sein. Und dann ein langer Ball nach vorne. Bernardeschi legt das Ding runter, da ist Dybala. Oh mein Gott, ich dachte schon, De Gea hat das Ding. Das ist das 2-0, 21. Spielminute, ein perfekt gespielter Konter. Den Paulo Dybala, der argentinische Nationalspieler, hier dann ja glücklich reinmacht, Leute. Wir schauen noch mal drauf, hier der Ball, Bernardeschi, der bleibt hier uneigensinnig, legt das Ding rüber. Und dann schießt Dybala De Gea an, anstatt das Ding hier ins kurze Eck zu schießen. Also da ist viel Glück für uns dabei. Andererseits war das eigentlich auch Pflicht. Es war Pflicht, Leute, wir sind mit 2-0 in Führung. Ist aktuell glücklich, weil es waren zwei Schüsse, die beide direkt drin waren. Und United ein bisschen geschockt, zumindest kommt es mir so rüber, Leute. Ich spiele auf Legende und ich habe gar keine Gegenwehr. Dybala an dem Pfosten, da fehlt nicht viel. Dann steht es hier 3-0 und dann ist es wahrscheinlich schon in der 28. Spielminute die Entscheidung. So bleibt United noch ein bisschen am Leben. Ecke für United, das ist ungelogen die erste Offensivaktion. Lukaku kann das Ding hier unbedrängt im 16er annehmen, legt dann zurück auf Carrick, der das Ding aber hier wieder nicht behaupten kann und das Ding dann auch verliert. Im Endeffekt gibt es jetzt wahrscheinlich gleich einen Freistoß oder nicht. Er bringt die Flanke, aber Leute, das ist einfach viel zu wenig. United findet hier gar nicht statt, hat noch keinen einzigen Schuss aufs Tor. Wir auch nur in Anführungszeichen 2, aber ihr seht es ja im Ergebnis, Leute, es hat gereicht. Und jetzt hier die Seitenverlagerung auf Dybala, der leitet für Alexandro weiter und er zieht rauf, da fehlt nicht viel. Hätten wir vielleicht lieber den Freistoß mitnehmen sollen, weil das war Vorteil angezeigt aufgrund vom Handspiel. Jetzt kommen wir aber wieder über Bjanic, der kann es natürlich aus der Distanz, ein Schlenker und dann vorbei an Bailly und dann... Oh mein Gott, ich dachte, der ist drin. Leute, also wir sind hier wirklich jetzt mittlerweile das klar und deutlich bessere Team, führen auch in der Höhe komplett verdient, schießen aus allen Lagen und das auch richtig gefährlich. Da hat gerade nicht viel gefehlt. United, ein Schuss, wir 7. Es geht in die Halbzeitpause mit einem 2-0. Sehr ernüchternd aus der Sicht von Manchester. Für uns natürlich umso besser, Leute. Unser Team nochmal im Hintergrund. Wir bleiben unverändert und gehen somit in Halbzeit 2. Wir haben Anstoß, machen das dann auch direkt. Wir wollen das 3-0 machen. Somit den Deckel drauf, Leute. Let's go. Und da jetzt aber United. United über Mkhitaryan. Der Pfosten rettet. Der Pfosten rettet. Oh mein Gott. Da war es richtig eng. Und da war das Abwehrverhalten einfach mal nicht on point. Und schon wird es richtig gefährlich. Wow, was ein Strahl von Lukaku und da wäre Buffon fast mitsamt Ball hinter die Linie geflogen, aber der hält das Ding ja natürlich. Jetzt Alexandro mit Tempo, wird hier im Mittelfeld gestoppt, wir haben den Ball aber weiterhin. Mit Glück spielen wir das Ding hier schnell nach vorne, aber dann ist United da, die jetzt defensiv, muss ich sagen, wieder richtig gut stehen. Bringt denen nur nichts, weil wir schon zweimal getroffen haben. Wir müssen offensiv jetzt was taugen und da kommen sie auch ein bisschen besser rein. Also eventuell nur noch eine Frage der Zeit, bis United hier zum Anschlusstreffer kommt. Die machen Dampf, kommen wieder. Jetzt am 16er Rand, Lukaku, schnell gespieltes Direktpassspiel. Das ist überragend! Und das ist zum Glück nur die Latte. Also mittlerweile wäre der Anschlusstreffer, glaube ich, verdient, Leute. Und stattdessen wir jetzt mit einem Konter, wenn Dybala sich da durchsetzen kann. Und das macht er. Was ist denn das? Dybala schießt das Ding hier drüber und wir werden jetzt, denke ich, immer weniger Entlastungsangriffe haben, Leute. Wir wollen natürlich kontern, müssen da nur noch einen unterbringen, dann ist das normalerweise der Knockout. Aber gerade eben der Spielzug hat definitiv auch bewiesen, dass United heftige Qualität hat. Vorher aber nochmal United, die jetzt kaum... Ey, ja, Anschluss. Ich wollte sagen, kaum Chancen hatten mehr in den letzten paar Minuten. Dann aber plötzlich hier mit einem 4-2, Leute. Also mit einer 4-2-Situation. Schaut euch das Ding hier an. Wo ist denn plötzlich die Verteidigung hin? Lukaku bleibt dann natürlich eiskalt und der angesprochene Wechsel wird jetzt vollzogen. Alexis Sanchez wird rausgehen. Der hat ja gar keine Fitness mehr. Dafür Douglas Costa rein. Bjanic kommt Piazza, nicht Thiam. Und Bernardeschi wird eigentlich auch rausgehen, Leute. Deshalb tue ich da jetzt doch dann noch Thiam rein. Also Dreierwechsel direkt 18 Minuten vor dem Ende. Das sollten wir uns nicht mehr nehmen lassen. Rechte Seite ist wieder neu bestückt mit Fitness. Mit Douglas Costa vorbei an Marcel Schmelzer. Das ist natürlich zu einfach. Ball in die Mitte. Das ist Dybala! Lattenkreuz. Da fehlt nicht viel zu der eventuellen Vorentscheidung. Mittlerweile auch Martial und Pogba auf Seiten der Red Devils wieder drin. Also die waren einfach nur auf der Bank,
Komisch, dass sie hier nicht von Beginn an gespielt haben. Hier ist Martial, gerade angesprochen, im 16er. Dann aber zum Glück Rugani, der da ist. Kann das Ding rausklären, weiterhin aber gefährlich. United mauert sich so ein bisschen fest hier in unserer Hälfte. Das ist natürlich schlecht. Wir müssen hier für Entlastung sorgen. Flanke, Tor. 80. Spielminute. Ich dachte eigentlich nie im Leben, dass der da unten rankommt. Mkhitaryan, einfach ganz frei. Der kann hier perfekt in die Lücke reinlaufen. Ist auch überragend gespielt. Und somit ist das 2:0, das bis zur 72. gehalten hat, schon in der 80. wieder zunichte gemacht. Wir wollen uns aber hier nicht einfach so ergeben, Leute. Wir haben 2:0 geführt, hatten auch unsere Qualitäten. Das haben wir auch auf dem Platz gezeigt. Hier ist Piazza gegen Schmelzer. Ball in die Mitte, Dybala, eine Drehung, ein Schuss, ein Tor. Der ist drin, 84. Spielminute. Was ist hier los? Es ist ein unfassbares Spiel mit nicht vielen Großchancen. Wenn es aber welche sind, sind die so gut wie immer drin. Und das Tor war irgendwie mega komisch, weil ich dachte, De Gea hat das Ding. Wir schauen nochmal drauf. Hier die saubere Drehung und dann De Gea mit einem Patzer. Den muss er ja eigentlich haben, Leute. Ganz komisch, dass der reingeht. Ich meine, uns kann es recht sein. Und jetzt auch sehr defensiv, jetzt mauern wir hinten drin. Bei United kommt, die wollen sich hier wieder zurückkämpfen, Leute. Pogba, mittlerweile ist auch das dritte Mal gewechselt worden. Ibrahimovic ist jetzt auch noch drin, also ein weiterer Offensivspieler. Schlechte hinten rausgeklärt, das Ding muss weg, das Ding muss weg. Hier ist Paul Pogba gegen seinen Ex-Club. Das gibt kein Freistoß, okay. Ich hätte hier safe mit einem Pfiff gerechnet. Stattdessen eine Konterchance. Und die Konterchance wollen wir nutzen. Mit viel Glück, Paulo Dybala. Nein, ich dachte, der ist drin. Gibt aber Ecke und für uns die Möglichkeit, hier natürlich auf Zeit zu spielen. 2 Minuten Nachspielzeit. Die werden jetzt dann auch gleich zu Ende sein. Aber das hätten wir anders klären müssen. Der Schiri pfeift ab, Leute. 3:2. Der Sieg in der Nein, ich habe schon wieder übersprungen. Ich will euch eigentlich immer die Meisterfeier zeigen. Aber ich überspringe es einfach immer wieder. Warum auch immer. Tut mir auf jeden Fall leid, Leute. Ich wollte jetzt sagen, 3:2, wir gewinnen. Wenn wir hier auf die Statistik blicken, auch verdient. Mit 6:3 Schüssen insgesamt aufs Tor ist das, denke ich, auf jeden Fall in Ordnung. Es war ein mega geiles Ding. Und ansonsten, Leute, was habe ich noch großartig zu sagen? Danke, dass ihr das Video bis hierhin geschaut habt. Es hat mega viel Spaß gemacht, muss ich sagen, mit Juventus. Auch wenn es nur eine Saison war. Eigentlich habe ich das geplant, dass wenn man direkt in der ersten Saison den Titel holt, eine zweite drangehängt wird. Kann ich nur in dem Fall jetzt leider nicht, Leute, weil ich jetzt dann gleich los muss. Wenn ich hier eine zweite Saison gebraucht hätte und den Titel nicht geholt hätte, wäre das Video heute auch nicht online gekommen, weil ich hier jetzt einfach keine Zeit mehr habe, Leute. Ich hoffe, ihr versteht das auf jeden Fall, aber somit habt ihr jetzt das Video, weil wir den Titel geholt haben und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst mir gerne eine Bewertung da, schreibt mir auch gerne einen Kommentar und schaltet am Sonntag wieder ein, Leute. Ich bin raus. Danke, dass ihr bis zum Ende geschaut habt und ciao.